Hallo zusammen, ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie mit GIDRA versuchen können, eine der Praktikumsaufgaben anzugehen. Wir schauen uns da die Aufgabe an, in der die Datei lab01-01.exe und die dazugehörige DLL-Datei behandelt werden. Wir haben GIDRA gestartet, ein leeres Projekt offen, und wir ziehen als allererstes die Datei in das Projekt. Hier wird schon automatisch der richtige Typ erkannt, eine 32-Bit-PE-Datei, Little Endian für x86. Das heißt, die wird importiert. Mit dem nächsten Schritt öffnen wir die Datei mit dem Code-Browser. Die Datei wurde jetzt noch nicht analysiert, deswegen werden wir gefragt, wir lassen das zu und lassen das einfach mit Default-Einstellungen laufen, möglicherweise wird das ein oder andere Plugin jetzt einen Fehler feststellen, wie zum Beispiel hier das. Das können wir aber für den Moment ignorieren. So, was ist unser Ziel? Wir wollen im ersten Schritt einen groben Überblick bekommen, was dieses Programm macht. Das heißt, wir versuchen zunächst mal den Beginn des Kontrollflusses zu finden. Das ist, weil es eine Excel-Datei ist, einfach über den Entry Point machbar. Das heißt, wir starten in der Funktion am Entry Point des Binaries. Jetzt haben wir auch in anderen Beispielen schon gesehen, dass dieser Code hier teilweise Boilerplate-Code ist, der vom Compiler generiert wird und nicht Code ist, der von dem Autor des Programms geschrieben wurde. Also eine der ersten Aufgaben, die wir machen wollen, ist die tatsächliche Main-Funktion zu identifizieren. Dazu gibt es zwei Heuristiken. Die erste ist, wir beginnen am Ende der Funktion und tracen oder verfolgen den Rückgabewert zurück, also mit was gibt sozusagen das Programm als Exit-Code aus und wo kommt dieser Wert her. In unserem Fall wäre das hier der Exit-Code. Wir könnten das jetzt sogar auch schön machen, indem wir diese Variable umbenennen über Rename Variable. Und wir würden das jetzt hier Exit-Code nennen und dann schauen wir uns an, wo kommt der Exit-Code her, wo wird der gesetzt und sehen, dass also diese Funktion den Exit-Code setzt. Die zweite Heuristik besteht darin, dass man versucht, die Signatur einer typischen Main-Funktion zu erkennen. Was heißt das? Typischerweise hat die Main-Funktion zwei oder drei Parameter. Das erste Argument wäre argc, also die Anzahl an Kommandozeilen-Argumenten. Und der zweite Parameter ist das sogenannte argv, das heißt, das ist ein Character-Pointer-Pointer für die Kommandozeilen-Argumente. Und wir nehmen das jetzt hier einfach mal an, dass das so passt und nehmen dann weiterhin an, dass das hier also die Main-Funktion ist und benennen die auch entsprechend. Wir steigen jetzt hier mal in unsere mutmaßliche Main-Funktion ein und prüfen, ob unsere Hypothese stimmen könnte. Genau, also ein weiteres Indiz, dass das tatsächlich die Main-Funktion ist, sind eine ganze Reihe an API-Funktionen, die hier aufgerufen werden, wie createFileR, createFileMapping und so weiter, die eben, also diese speziellen API-Funktionen werden im Boilerplate-Code in der Regel nicht gefunden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das hier tatsächlich die Main-Funktion ist. Ja, um unser Ziel zu erreichen, einen Überblick zu bekommen, was das Programm macht, sind die API-Funktionen, die aufgerufen werden, auch immer gute Kandidaten. Das heißt, wir können jetzt einfach mal überfliegen, ja, also diesen Code so skimmen, und schauen, welche Funktionen werden denn, welche API-Funktionen werden aufgerufen. Da ist also einmal createFileR zum Öffnen einer Datei, mapViewerFile und createFileMappings, also ebenfalls Dateien, die irgendwie mit dem Handling, also mit gemappten Dateien zu tun haben. Dann kommt eine ganze Reihe Code, den wir wahrscheinlich auf den ersten Blick noch nicht verstehen, der aber quasi erstmal ignoriert wird. Hier werden irgendwelche Datei-Handles wieder geschlossen. Und am Ende gibt es nochmal einen Copy-File-A-Aufruf. Das heißt, wir können zu diesem Zeitpunkt schon mal vermuten, dass es hier maßgeblich um die Modifikation von Dateien geht. Ich möchte jetzt nochmal auf was anderes hinweisen.
Wenn wir uns die API-Funktionsaufrufe anschauen, dann gibt es hier und da eben auch Zeichenketten als Argumente, also String-Argumente. Wenn ich zum Beispiel hier mit der Maus über diesen API-Call mich bewege, dann sollte normalerweise ein Tooltip angezeigt werden, der mir die Signatur des API-Calls anzeigt. Klappt jetzt an der Stelle nicht. Aber das erste Argument ist in diesem Fall ein String und dieser String ist der Dateiname, der hier als Argument für createFileA dient. Und wir sehen hier zwar ein Stück von dem Dateinamen, aber genau genommen handelt es sich hier eigentlich nur um eine Referenz. Ja, und diese Referenz, der Name der Referenz wird von Ghidra eben vorbereitet. Der beginnt mit S-Unterstrich, dann kommt ein Teil eines Strings und dann kommt nochmal ein Teil einer Adresse. Wenn wir uns das Ganze mal in der Disassembly anschauen, dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum das gemacht wird. Denn wir sehen hier eine Push-Instruktion, die diese Referenz auf den Stack legt. Und da ist natürlich im Maschinencode jetzt keine Referenz, sondern im Maschinencode ist tatsächlich nur eine Adresse dahinter, die wir hier kodiert sehen in 4 Bytes. Und Ghidra hilft uns an der Stelle schon und baut da quasi eine Referenz ein. Im Decompiler ist es jetzt schöner, wenn wir da tatsächlich die Strings angezeigt bekommen, die sich hinter dieser Referenz verbergen. Wir können dieser Referenz mal folgen, indem wir hier einen Doppelklick drauf machen. Und dann sehen wir, also an der Adresse Hex 40308C steht eben dieser String c:\windows\system32\kernel32dll. Und das wäre ja schön, wenn der eben auch hier im decompilten Code angezeigt würde. Dazu müssen wir einmal die Memory Map öffnen. Und der Hintergrund, der erklärt sich eben wie folgt. Also warum wird in diesem Decompiler, in der Decompiler-Ansicht jetzt der String nicht angezeigt? Das liegt daran, dass dieser String, ja, an der Adresse, die wir hier gesehen haben, in einer bestimmten Section liegt, nämlich in der .data-Section. Das sieht man daran, dass man die Adresse abgleicht, also Hex 40308C. Das liegt genau eben in dieser Section und das ist die Data-Section. Und die ist hinsichtlich der Permissions als Readable und Writable markiert. Wir könnten das jetzt überschreiben, indem wir sagen, wir nehmen an, dass die nicht Writable ist, machen also den Haken bei W wie Writable weg. Und in dem Moment hat das direkt Auswirkungen, weil jetzt Ghidra annehmen kann, dass sich diese Zeichenkette nicht mehr ändert. Also wenn der Speicherbereich nicht schreibbar ist, dann kann sich auch diese Zeichenkette nicht mehr ändern. Und erst dann kann es eben verlässlich in die Decompiler-Ansicht übernommen werden. Ja, vorher, wenn der Speicherbereich schreibbar ist, hätte sich der Inhalt ja auch zu beliebiger Zeit, zu beliebiger Laufzeit ändern können und genau das haben wir jetzt eben sozusagen verhindert und deswegen sehen wir hier den entsprechenden Wert. Das ist manchmal ganz hilfreich, weil sich da so ein paar Dinge lesbarer gestalten. Wir würden zum Beispiel hier schon erkennen, hier ist ein CreateFileA-Aufruf auf die dazugehörige DLL-Datei, die neben dieser Excel-Datei vorhanden ist. Und wenn wir vielleicht jetzt nochmal weiter unten uns den Copy-File-Befehl anschauen, genau, sehen wir auch hier relativ gut, was denn hier passiert. Hier wird also scheinbar eine Datei kopiert an die Stelle c:\windows\system32\kernel32dll. Und wenn man jetzt ein genaues Auge hat, dann wird man feststellen, dass dieses L von kernel32dll kein L ist, sondern eine 1. Das kann man also zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon mal entsprechend festhalten. Wir könnten als weiteren Schritt mal kurz überfliegen, was denn hier noch aufgerufen wird an Funktionen. Also wir haben also hier unten eine Funktion, die bekommt hier so ein, ja, wie ein Muster scheinbar übergeben, c:\backslash Sternchen. Und in diese Funktion schauen wir jetzt einfach mal kurz rein. Hier gehen wir nach dem gleichen Prinzip vor, welche API-Funktionen werden aufgerufen. Da haben wir find first file A, ganze Reihe an Custom Code. Und weiter unten nochmal find next file A. Also auch hier scheint irgendwie mit Dateien oder über Dateien iteriert zu werden.
Wir könnten jetzt also hergehen und diese Funktion mal umbenennen. Zum Beispiel iter files. Ja. Ich möchte ein weiteres Beispiel dafür zeigen, wie man sich den Code lesbarer gestalten kann. Wir haben immer dann, wenn wir API-Funktionen verwendet wissen, den Vorteil, dass wir gewisse Annahmen treffen können über die Parameter und deren Typen. Und wir haben hier den zweiten Parameter von findFirstFileA, der hierdurch schon durch einen Cast angezeigt, also einen gewissen Typ haben muss, eine gewisse Datenstruktur, die da win32-find-data zu heißen scheint. Und das Ganze mit dem LP-Präfix sagt im Prinzip, dass es sich um einen Long-Pointer handelt, also sprich um einen Pointer auf eine Datenstruktur. Und wir können hier jetzt Folgendes machen, wir können diese Variable retypisieren, also den Typ verändern, wir können sagen, wir nehmen einfach mal an, es handle sich um eine Datenstruktur win32-find-data-a. Und dann ist ganz interessant, dass der Rest des Codes ein bisschen lesbarer wird. Also zum Beispiel sehen wir hier, dass auf Member zugegriffen wird und zu diesen Membern haben wir jetzt auf einmal Namen und hier muss nicht mehr mit Offsets gearbeitet werden.